Normalerweise geht man in ein Hotel, um dort zu übernachten. Aber es geht auch ganz anders. Der Leipziger Hof in der gleichnamigen Stadt zum Beispiel hat weit mehr zu bieten. Dort kann man eine Sammlung zeitgenössischer Kunst betrachten und in einer Galerie auch gleichzeitig Kunst kaufen. Und der Chef des Ganzen ist auch alles andere als ein gewöhnlicher Hotelier. Leipzig, Ostvorstadt. 5 Jahre schon steht hier das ungewöhnliche Hotel des Münchner Physikprofessors Klaus Eberhard. Der Leipziger Hof wurde vor allem durch sein Engagement für Kunst bekannt. Im Hotelgewerbe kennt sich der Professor schon etwas aus. Er eröffnete bereits ein Haus in München. Und zwischen der Kernphysik und der Kunst sieht er ohnehin mehr Verbindungen als Gräben. Ich mache beides, die Physik und die Kunst. Und für mich ist es sehr, sehr logisch in sich. Ich glaube, dass es beides sehr komplexe Gebiete sind und die Kunst auch in der Physik ist eben, diese komplexen Zusammenhänge vielleicht in eine Formel zu fassen oder in Symmetrien zu bringen. Und in der Kunst ist es, glaube ich, sehr ähnlich, dass man ganz allgemeine Zusammenhänge, Eindrücke der Menschen versucht zu verdichten, in komprimierter Form zu zeigen und damit seine Aussage zu machen. Bis dahin nichts Besonderes. Aber hier hängen nicht die uniformierten Blätter aus dem XY-Kunstausstatterkatalog in Plasterrahmen vom Baumarkt. Denn hier sammelt der Hotelier selbst. Und was er in nur 5 Jahren versammelte, kann er mit Fug und Recht eine Kunstsammlung nennen. Ja, Leipziger Kunst, es ist der Leipziger Hof hier. Und ich denke, dass die Gäste, die ins Hotel kommen, natürlich sehr interessiert sind, gerade das zu sehen, was in Leipzig entstanden ist und was entsteht und was gemacht wird. Und ich selber persönlich habe es als sehr, sehr interessant empfunden, hier die Kunst in dieser Stadt kennenzulernen. Und wenn man von etwas angetan ist und begeistert ist, möchte man das ganz gerne auch anderen zeigen. Natürlich kommt das dem Hotel auch als Werbung zugute. Doch aus dem Hotelier Eberhard wurde bald ein Liebhaber Leipziger Kunst. Die Sammlung des Leipziger Hofs hat sowohl von älteren Malern wie Heinz Müller oder Gerhard Müller-Simon, als auch von Bekannten wie Anno Rink mehrere Bilder. Ja, richtige kleine Bildensembles. Das ist einfach wichtig, glaube ich, diese Arbeiten zu haben, um auch ein Spektrum des einzelnen Malers zu zeigen. Dass man nicht nur eine Arbeit von ihm hat, sondern auch einen gewissen Zugang hat zu diesem Menschen, der die Stadt in dieser Weise eben über viele Jahre gesehen hat und verfolgt hat. Da hängen also Bilder, die jedem Museum zur Ehre gereichen würden. Und sie werden, gut verankert, nicht nur auf den Fluren präsentiert. Ja, wir haben in allen Zimmern haben wir Originalarbeiten hängen, also nicht nur auf den Fluren und Treppenhäusern. Und wir werben auch mit dem Spruch, hier schlafen Sie mit einem Original. Und hier ist eben eine Arbeit, eine sehr schöne Arbeit von Wolfgang Mattheuer, der Grüne Morgen, eine sehr schöne Lithografie, die, glaube ich, sehr typisch zeigt für ihn, wie er, wie viele andere Arbeiten, das Vogtland, aus dem er ja kommt. Mattheuer, die Eberbachs und Bernhard Heisig gehören zur Sammlung und bald vielleicht auch Sigard Gille. Denn Eberhard ist außer Physikprofessor, Hotelier und Sammler auch noch Galerist und stellt gerade Bilder von Gille aus. Die Galerie Leipziger Hof schließt ans Hotel an und das Engagement Eberhards ab. Zur Eröffnung sprach der Freund des Hauses, der Kabarettist Gerhard Polt. Stellen Sie sich vor, heute kommt ein junger Mensch auf die Idee und sagt zu seinen Eltern, ich möchte Kunstmaler werden. Das ist ein Wahnsinn. Nein? Das ist untypisch, weil ich meine, gut, wenn er damit Beamter werden kann, ja. Aber so einfach ins Gerade hinein als Desperado-Kunstmaler zu werden, ist ein Wahnsinn. Die Galerie ist voll, das Hotel noch nicht ganz. Doch wird sich rumsprechen, dass dieses Hotel auch ein kleines Museum ist. Unaufdringlich und bildend für Gäste und Einheimische. Musik